Ja, hallihallo, hallöchen, meine Freunde. Willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt, und zwar ist das Spiel Spore. Ja, das Spiel ist von EA, ist aus dem Jahr 2008 oder 2009 oder irgendwie sowas. Und ja, noch relativ unbekannt leider. Wobei ich finde, dass das Spiel mehr Bekanntheit verdient hat. Und ja, also ich habe auch jetzt einen komplett neuen PC. Ich hoffe, das sieht man. Ich versuche jetzt alles in HD hochzuladen. Und ja, kann ich euch auch mal zeigen hier in den Einstellungen. Alles hoch, läuft wunderbar. Und in Sound-Einstellungen habe ich auch mal editiert. Sozusagen, Soundqualität hoch. Alles klar. Nur ich werde jetzt die Musik, glaube ich, noch ein bisschen lauter machen. Die Musik nur. So. Alles klar. So müsste es gut sein eigentlich. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal langsam mal an. Also ich habe jetzt hier schon ein paar Speicherstände. Ich habe immer versucht, die Menschheit nachzubauen, außer hier, aber da werde ich euch später noch erklären, was das damit auf sich hat. Und ja, das werde ich auch jetzt versuchen. Also ich werde möglichst menschenähnlich bauen. Und ja, dann muss man natürlich halt erstmal den Planeten jetzt mal aussuchen. Also ich werde einen erdähnlichen Planeten nehmen. Und wie sieht denn der aus? Nicht gut, okay. Wie sieht der aus? Ja, es geht, also ich merke mir den mal da oben. Ich erkenne das nicht so gut, weil ich die Auflösung zu hoch habe. Aber ja. Ach komm, weißt du was? Nehmen wir jetzt einfach mal den da oben. Nee, ich will jetzt nicht spoilern. Wir fangen natürlich ganz am Anfang an. Zellenphase. Beginne ganz am Anfang. Entwickle deine eigene Schöpfung von ihren bescheidenen Anfängen im Wasser bis hin zur intelligenten Spezies auf der epischen Reise von Spore. Gut, Thema Ernährung. Ja, ich werde probieren, also ich werde vielleicht mehrere Spore-Let's Plays machen, also immer zum ersten. Also als erstes werde ich dann auf Allesfresser gehen und auch immer in der Mitte bleiben. Also man kann halt in Spore alles was man macht, beeinflusst die Zukunft. Und ja, deshalb werde ich jetzt erstmal Pflanzenfresser wählen, weil am Anfang in der 10. Phase sind Pflanzen wesentlich einfacher zu kriegen als Fleisch. Und ja, genau, damit ich am Ende in der Mitte rauskomme. Kein Thema, das ist keine Ahnung. Ich werde mal weiter. Schwierigkeitsgrad nehme ich mal normal, weil ich das mal auf schwer probiert. Das ist echt übel. Planeten benennen. Ja, da ich schon einen Planeten Erde habe, werde ich diesen Planeten Erde LP nennen. Der existiert auch bereits. Moment mal gerade. Ein Moment mal ganz kurz, ich gehe nochmal wieder zurück. Der existiert bereits, weil ich hatte nämlich schon mal so eine Testaufnahme gemacht. Und aber wo soll denn der sein? Da oben. Den kann man löschen, weil ich hatte das die Testaufnahme. Dieser Planet ist nämlich ziemlich gut. Na, lösch ihn. Okay, okay, gut. Alles klar. Gelöscht. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Aber nun gut. Ist jetzt hier nicht ein neuer Planet gekommen? Nö, anscheinend nicht. So, okay, jetzt überspringe ich schnell die Einstellungen, weil ich habe ja schon alles erklärt. Pflanzenfresser, kein Thema, Mittel, also normale Schwierigkeit. Und ja, jetzt können wir den hier auf Erde Let's Play nennen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Jetzt kommt nämlich eine Cutscene, wie wir durchs Universum fliegen. Diesmal ziemlich laut.
ist da ziemlich laut, aber der Planet sieht hübsch aus. Der Planet sieht echt hübsch aus. So. So. Ja, wir sind halt drauf eingeschlagen. Und boah. Ja, man merkt schon, mit dem HD ist das schon wesentlich geiler. Und wir fangen natürlich ganz in der Zellenphase. Genau, da werden wir jetzt. Und ja, ich werde jetzt hier mal ganz kurz ein Stück machen und gucken, ob das mit dem Sound so passt und mit der Musik und so. Also ob das die Aufnahme gut ist. Also dann würde ich sagen, bis gleich. So Freunde, da bin ich wieder und tut mir leid für den Schnitt, aber das muss sein. Und ich denke, das mit dem Sound kann man erstmal so stehen lassen. Und ja, also wie gesagt, dann machen wir jetzt einfach weiter. Willkommen im Gezeitentümpel. Jede deiner Entscheidungen bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Als Zelle musst du fressen, wachsen und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird unten in der Fortschrittsanzeige angezeigt. Dies ist deine Fortschrittsanzeige. Wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte. Diese kannst du in neue Teile investieren, um neue um deine Zelle weiterzuentwickeln. So. Fortschritt führt zu Wachstum und deine Welt wird größer. Okay. Ja, also auf Deutsch. Einfach nur durch die Gegend fressen. So, hier sind wir halt und das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus, aber das ist nicht so schlimm. Und ja, dann würde ich sagen, also erstmal das grüne Zeug müssen wir halt fressen, weil wir haben ein Pflanzenfresser ausgewählt. Und ja, ich habe eben gesagt, dass man am Anfang mehr Pflanzen kriegt. Weil da ist noch eins. Das frisst ja auch natürlich vor der Nase weg und das auch. Das ist nicht nett, Freunde. Das ist wirklich nicht nett. Okay, da oben ist es auch weg, aber das hier ist mir. Das ist meins, okay. Da sieht man auch da unten, wie das alles hier wächst. Und wenn das halt voll ist, dann können wir in die nächste Phase. Und ja, noch eins. Da unten ist es. Da drücke ich jetzt einfach mal hin. Zack! Und wir wachsen. Ja, wir sind gewachsen, indem wir halt uns satt gefressen haben, sozusagen. Genau, jetzt kommt noch was. Und zwar... Andere Zellen und Meteoritensplitter sind der Schlüssel zu neuen Teilen. Jedes Teil hat besondere Fähigkeiten. Wenn das Teil erscheint, schwimmen wir ein Token, um es einzusammeln. Ja, das ist jetzt halt ein Zellteil. Das zeige ich euch gleich. Also, hier erscheint es dann Stacheln. Angriff und Zerstörung. Also damit kann man halt eingreifen und zerstören. Ja, und wir haben jetzt quasi ein Upgrade freigeschaltet. Und jetzt steht hier, rufe deinen Partner, um den Zellendesigner zu öffnen. Das machen wir gleich mal. Dann müssen wir da zu diesen Herzen fliegen und zu diesem Geräusch. Und da ist dann schon unser Partner. Und die knutschen sich und machen einen Paarungstanz. Und so kommen wir in den Zelleneditor. Genau, Zellendesigner. Du kannst den Modus in jedem Designer mit dem Klick auf den... auf die Maus-Modus-Buttons ändern. Bevor du zum Gezeitentümpel zurückkehrst, kannst du das Ganze im Normalmodus farblich ein bisschen auftreten. Ja, das machen wir gleich. Also jetzt haben wir hier halt unsere Zelle. Und ich weiß nicht warum. Also man kann normalerweise den Mund hier noch vergrößern. Aber im Moment geht das anscheinend nicht. Das ist ziemlich schade. Also erstmal ein Auge weg. Das geht ja so gar nicht. Ja, man kann halt hier alles machen. Man kann größer und kleiner machen, die Teile größer und kleiner und Augen größer. Das Auge geht anscheinend, nicht größer. Ich muss das mal komplett mal weg. Und ja, einmal ist es kurz laut. So, okay, tut mir leid, das war ein Bus, kann ich nichts für. Machen wir dem Viech mal zwei Augen. Und warum kann ich das nicht verkleinern? Das ist jetzt ziemlich schade. Aber naja, machen wir das mal wie ein Bakterium. Ich kann gar nicht die Größe ändern. Nur hier. Ah, und hier. Ich kann hier nicht die Größe ändern. Was ist das denn? Moment.
Ich verstehe es nicht. Warum kann ich nur hier hinten das machen und hier vorne nicht? Gut. Ich mache mal ganz kurz einen Schnitt und gucke, warum das so komisch ist. Also warum ich jetzt hier groß und kleiner machen kann, aber nicht vorne. Okay, bis gleich dann. So, Freunde, da bin ich wieder. Das liegt halt anscheinend an der Auflösung. Glaube ich. Aber verkaufen kann man es. Das ist ja merkwürdig. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal die Stacheln dran bauen. Und dann jetzt gleich nochmal kurz speichern und einen Schnitt machen, weil es geht ja so nicht. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns. Warte. Ich mache das eben noch zu Ende, das Viech. Das muss ja am Anfang noch nicht so gut aussehen. Oh ja, jetzt haben wir halt hier die Stacheln dran gebaut. Die kann man normalerweise auch größer und kleiner machen. Und jetzt kommen wir halt zur Farbe. Im Moment sieht es halt so aus, aber wir wollen ja eine menschenähnliche Kreatur machen. Heißt, wir machen mal was Oranges auf jeden Fall. Und das, nee, das ist schon zu sehr menschlich. Aber ist egal, ich lasse das so und nehme das hier mal. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, das kann man so lassen erstmal für einen Anfang. Okay, gut, dann ich verstehe immer noch nicht, warum man hier das machen kann und hier nicht. Nun gut, speichern. Spezies benennen, ja. Was nennen wir wohl? Mensch, ne? Mensch, alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und ich hoffe, wir können speichern. Sehr gut, wir können speichern, das mache ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, starte ich Spore jetzt nochmal neu, weil ich habe zwischenzeitlich die Einstellung geändert. Die Auflösung und ja, ich sag, sehen wir uns gleich wieder hier. Also bis gleich dann. So, Freunde, da sind wir wieder und ja, ich habe gerade mal rausgefunden, dass es nicht an der Auflösung liegt. Und jetzt habe ich halt einfach was rausgefunden, also man muss die Kreatur so drehen, damit man hier den Mund größer und kleiner machen kann. Ziemlich bescheuert, wie ich finde, aber gut, hier geht's halt nicht. Und das ist ein bisschen Mist. Aber nun gut. Jetzt sieht die Kreatur halt so aus, wie ich es halt gemacht habe. Und ja, so kann man das erstmal lassen, denke ich mal. Und ja, so kommen wir jetzt wieder da raus. Und ich muss nochmal kurz einen Schnitt machen, oder? Ach nö, ich lasse das erstmal, oder? Ja, ich lasse das erstmal so. So kann man jetzt halt sich halt hier auch verteidigen. Gegen diese Viecher. Das ist ziemlich wichtig als Pflanzenfresser, weil man wird oft attackiert als Pflanzenfresser. Und ja, genau das meine ich nämlich. Ah, und wir sind gerade im richtigen Zeitpunkt gewachsen. Das ist schon mal gut. Na, hier so. Ja, also recht viel gibt es zur Zellphase eigentlich jetzt nicht zu sagen, außer halt Saatfresser ohne Ende. Hier, das meinte ich mit am Anfang viele Pflanzen. Ups, Entschuldigung, das war der Hund. Ja, ich habe immer einen Hund zu Gast. Und ja, er genießt sozusagen. Ah, oh, da oben ist eine Düse, die will ich haben. Die will ich haben. Gib her, nein. Ja, die Düsen, die da haben, die sind ziemlich schnell, hat man gerade gesehen. Und ja, also man braucht das in der Zellphase. Eine Zellphase ist Schnelligkeit die halbe Miete. Und da sind wieder welche. Komm jetzt her hier. Ah, diese scheiß Ding ist im Weg. Autsch. So, okay. Jetzt komm aber. Einen Moment, mach kurz. Ich mach mal kurz einen Schnitt und guck mal eben, was der Hund hat. Also bis gleich dann. So, einmal kurz abschlabbern lassen. Und dann geht's auch schon weiter. Naja, gut. Ja, jetzt sind wir halt wieder hier. In der Zellpause. Und schwimmen vor uns her. Aber wir brauchen noch neue Zellteile. Definitiv. Das sind halt Pflanzenfresser.
Die kann ich jetzt halt dank den Stacheln angreifen. Genau. Irgendwie finde ich hier keinen Pflanzengrad. Ich glaube, ich muss in die nächste Phase kommen. Da kommen nämlich so Riesenangebote, oder was das ist. Da kann man sich dann richtig schön satt futtern. Komm, zack. Okay, wow, da sind schon Riesenangebote. Autsch! Oh, ein Teil, ein Teil! Die Düse! Jawoll! Das war das, was ich haben wollte. Bams. Die Düse haben wir jetzt. Nein! Du bleibst schön weg, du Scheiß. Du bleibst schön weg. Hau bloß ab. Ja, wenn so Akkro-Musik kommt und so Geräusche und so orange Blitze, dann wollen die einen fressen. Nein, 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 das ist meins! Spastikviecher. Naja gut. Gehen wir weiter. Ganz ruhig, Jim. Da sowas meine ich. Sowas meine ich. So Riesenpflanzen. Wo man sich dann so richtig schön satt futtern kann. Okay, zack, zack. Na komm, jetzt zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Quasi ein Pflanzenreservoir. Zack, 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 zack. Autsch. Okay. Gut. Gehen wir mal weiter hier. Das ist leer gefressen. Gut. Dann machen wir das da. Ah, da ist noch eine, da ist noch eine. Das ist schon mal gut. Okay, dann gehen wir mal direkt nach hinten. Wenn die nicht diese komischen Dinger einfach rumschwimmen würden. Jetzt ist alles weggefuttert hier. Das ist doch unfair. Das ist doch mal echt unfair gewesen. Ja, ist alles weg. Alles weggefressen, wie die Geier. Ist es. Okay, dann gehen wir mal weiter hier. Und ja, da ist noch eins. Das ist gut. Und einen Moment noch mal kurz. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal ganz kurz Fenster zu gemacht, weil draußen war es so laut. Immer. Aber diese komischen Dinger hier, diese weißen, ich weiß nicht, was das sein soll. Und wir sind gerade richtig gewachsen. Ist schon mal gut. Ah, jetzt kommen schon die Zellen, die mehrere Teile haben. Also die bessere Teile haben. Werfen. Und, dann kriegst du jetzt wieder hier auch noch Moos ab. Ja, die hauen immer ab, das ist das Problem. Das ist echt ein Problem. Ich will aber diese Teile haben. Okay, die habe ich jetzt schon alle getroffen. Oder ist der Rückschaden? Aber das bringt anscheinend nichts, wenn wir jetzt hinterher schon. Wegen diesen weißen Dingern. Aha! Aha! Da ist sie. Die Ziele hier schnell drehen. Das ist ganz gut. Okay, und der da hinten hat Gift. Also ich will versuchen, alle Teile zu kriegen in der Zellenphase. Und auch in der Kreaturenphase. Aber erstmal fress ich mich halt hier satt. Und das so machen. Und so. Luftblasen. Ja, die sind auch im Weg. Oh, wo, wo, wo? Ah, da unten Saugrüssel. Saugrüssel, die will ich haben unbedingt. Komm, gib her. Gib her. Nein, schnell, nein. Komm, du her jetzt. Ah, sehr schön. Saugrüssel ist für alles besser. Das werde ich gleich machen, aber jetzt erstmal. Lass da fressen. Ah, nee, komm schnell, Partner rufen. Partner rufen. Und nicht auffressen lassen hier. Komm. Schnell. Oh, das klappt. Okay, jetzt überspringe ich mal. Und jetzt sehen wir hier schon nochmal wesentlich mehr Zellenteile freigeschaltet. Aber, da ich jetzt alles Fresser gemacht habe, also Pflanzenfresser erst war, werde ich jetzt erstmal den Fleischfressermund dran machen, weil das hat mehr Sinn, finde ich. Also müssen wir ganz erstmal drehen und dann können wir das auch größer machen. Voll sinnlos, aber gut. Das kann man nicht. Ah doch, das kann man auch noch ein bisschen größer.
So, gut, dann wir können uns jetzt hier aussuchen. Was nehmen wir denn? Wir haben 31. Ich denke, das 15, ja, das ist doch gut. Dann nehmen wir uns das noch, die Düsen und die Zilien. So, ja, sehr gut. Dann machen wir das mal ein bisschen größer, die auch mal ein bisschen größer. So, ja, sieht doch schon recht nett aus. Also dann, die kann man dann am Anfang der Kreatur quasi so als Haare machen. Das ist auch sehr lustig. Die Augen können so bleiben, die Stacheln eigentlich auch. Und ja, dann können wir mal weitermachen. Alles klar. Weil mir fehlen jetzt noch zwei Teile, oder? Ja, steht hier oben, sammeln, 4 von 6. Zwei Teile. Und wenn wir jetzt mal T drücken, dann sehen wir unsere Geschichte quasi, wie unsere Rasse bis jetzt gelebt hat. Also, jetzt hier sind wir halt geboren worden, dann haben wir Zellenteile gefunden, haben Pflanzen gefressen, dann haben wir uns weiterentwickelt, haben noch mehr Pflanzen gefressen, eine Zelle eliminiert, dann haben wir diese Teile gefunden und jetzt sind wir halt hier Pflanzenfresser. Das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen uns ja nicht nur von Pflanzen ernähren, wir wollen ja am Ende hier landen, beim Allesfresser, und so hier sieht man, dass man da Fähigkeiten kriegt. So spezielle Sachen, und ich will halt in der Kreaturenpasse Hilfe der Erde haben, und dann fliegender Fisch, Statiken und Allesfresser in den nächsten Phasen. Und ich will es erstmal im blauen Bereich halten, weder gut noch böse. Gut, also jetzt müssen wir halt weiter Fleisch fressen, damit es halt wieder runter geht, die Skala. Dann werden wir es gleich mal tun. Also, ja. Und man merkt schon, wir sind ziemlich flott schon geworden. Das ist ziemlich gut. Und jetzt kommen natürlich die Riesenpflanzenkraft, da bin ich. So, jetzt können wir uns halt hier verteidigen. Normalerweise. Ja, genau. Wir sind ziemlich schnell, das ist wichtig, das ist gut. Bleib hier. Nein, nicht auslutschen. Okay. Nein. Autsch. Gut, ich bin gestorben. Okay. Das erste Mal gestorben. Das ist hier, glaube ich, hoffe ich. Ich weiß es nicht mehr. Au. Mein Gott, was geht denn hier ab? Alter Schmerz. Was geht denn hier ab, ey? Holy shit. Okay. Na gut. Dann... Ich muss mich jetzt hier irgendwie durchfressen. Ah, da auch Fleisch. 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 So. Ah, die Kleinen kann man auch fressen. Die kleinen Zellen. Na komm. Nicht abhauen. So. Bäm, bäm. Zack, und wir sind gewachsen. Jetzt können wir die uns eben so abgefuckt haben, mit einem Schlag. Den können wir uns auch gleich unter den Streichen. Ah! Oha, Teile. Jede Menge. Der Stroh, das ist schon mal gut. Und hier war doch irgendwo noch eins. Ja, komm ruhig, ist okay. Hau bloß ab, ey.